Seid ihr ein Glücksbild? Meistens. Wie zeigt sich das? Ja, es geht mir gut, dann bin ich krank, immer gesund. Bestens. Das verbindet ihr mit Glück? Ja, das ist für mich natürlich Glück, wenn man immer gesund ist. Seid ihr ein Glücksbild? Ich sollte. Warum? Ich habe flotte Familie, wir sind alle gesund. Ich glaube, das ist einfach mal das Wichtigste. Seid ihr ein Glücksbild? Ja, denke schon. Ich bin ein Glücksbild, ja. Inwiefern? Ich habe einen Job, der mir Freude macht. Ich habe eine Familie, die eigentlich alles läuft, wie es sollte laufen. Mit auf und ab, wie es überall ist. Aber im Großen und Ganzen glücklich, ja. Seid ihr ein Glücksbild? Absolut. Inwiefern? Ja, ich finde, wir haben hier alles zusammen, was man braucht. Wir leben hier in einem Land, wo man alles hat. Und ich lebe die Hälfte des Jahres auch in Chile. Und ja, umso mehr schätzt man das nachher, wenn man wieder hier ist. Und ja, bin von daher in allen Bereichen ein Glücksbild. Auch weil ich ein halbes Jahr unten kann leben und ein halbes Jahr hier kann leben. In zwei Welten sozusagen. Wirklich, ja. Seid ihr ein Glücksbild? Ja, ich bin Glücksbild. Wie zeigt sich das? Wie sich das zeigt? Ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen, ich habe zu reichen. Mir geht es gut. Guter Kollegenkreis, gute Freunde. Verbindet ihr glücklich in diesem Fall einfach mit Gesundheit? Ja, zum Teil Gesundheit, zufrieden sein mit dem, was man hat. Nicht gerade immer das Gefühl, alle anderen haben mehr. Das schätzen, was man hat. Und mir kommt vor wie älter, dass ich komme, umso besser kann ich das. Ja, das habe ich das Gefühl, das spürt man, wenn man glücklich ist. Ich glaube, dann geht es dir gut, oder? Das kann man so sagen. Und wenn es ja, das Umfeld der Sirene, wenn ich mal ab und zu halt einmal zurückgeht, in dem von so Situationen sind, wo man wahrscheinlich schwer kann beschreiben. Und jetzt sind ihr glücklich, weil ihr frei hat? Nein, ich habe leider nicht frei. Nein, ich bin geschäftlich jetzt Fisch bei Moment gerade umeinander. Aber trotzdem glücklich? Immer noch glücklich, ja. Probiert ihr ein Glück heute mal irgendwie beim Lotto spielen oder sonst bei einem anderen Glücksspiel? Da habe ich weniger Glück. Machen wir es aber? Nicht mehr. Da ist mir nicht aufgegangen. Die Hoffnung aufgegeben? Jawohl. Also in dem Sinn glücklich in einem, in Anführungs- und Schlusszeichen, bescheidener Rahmen? Ja. Das reicht mir eigentlich, ja. Aber ich nehme den Lotto gewinne, wenn er den käme. Also so mit Geld gewinnen, mit Lottospielen, so in die Richtung, machen das euch oder selten oder gar nie? Das mache ich nicht. Das ist, ja, ich gönne es jedem, der das macht und der daran das Glück hat, das Glück finanziell zu holen. Aber Geld ist sicher schön, wenn man das verkauft, aber es ist nicht das Wichtigste, eigentlich jetzt Geld. Spielen ihr in dem Sinn, also probieren ihr das Glück für Geld zu gewinnen? Ja, so ab und zu spiele ich Lotto, ja. Und? Erfolgsquote? 10.70 Franken. Das ist aber das, was ich irgendwie gewonnen habe und es reinbleibt. Also in dem Sinn steigerbar? Ja, steigerbar, ja. Aber ich spiele auch nicht regelmässig. Also es ist nicht, dass ich jetzt da so voll auf das drauf bin, da jetzt Geld zu gewinnen. Glücksspiel? Glück? Nein. Das nicht. Lotto ist nicht eins. Ja, Lotto, das mache ich, aber sonst nichts. Nicht ein Glücksspiel. Habt ihr schon mal etwas gewonnen im Lotto? Ja. Letzten Sonntag 27 Franken. 27 Franken? Das ist aber ganz viel, he? Das ist ja wahnsinnig. Probieren wir das Glück mal mit irgendeinem Glücksspiel, mit Lotto oder sonst etwas? Nein, mein Glücksspiel liegt im Oberarm. Es geht über das Arbeiten. Im Oberarm? Also selbst ist die Frau gewissermaßen. Selbst ist die Frau. Ich bin nicht so der Glücksspieler. Nein, absolut nicht. Was ist denn der letzte richtig glückliche Moment, wo er bewusst daran ergeben hat? Ja, es gibt mehrere, aber einer, wo ich jetzt sicher einen grossen Glücksmoment, den ich für mich vor anderthalb Jahren konnte realisieren, ist sicher ein Ziel gewesen, das ich gesehen habe. Ich wollte gerne mal in Malediven eine grössere Teuchsafari machen. Die habe ich vor anderthalb Jahren gemacht. Ich war fast 3 Wochen in Malediven und habe das Glück persönlich mit dem Meer in diesem Sinn Zusammenhang bringen. Ja. Welche glücklichen Momente freuen Sie sich auch? Jetzt zurück dann nachher wieder auf Chile zu gehen und damit ist ein Projekt weiterzufahren. Auf das freue ich mich ganz, ganz, ganz fest. Ja. Also jetzt hier so intensiv wie möglich genießen und nachher wieder zurück und da können wir weiterfahren mit dem, wo wir angefangen haben. Die eigenen Träume verwirklichen.